Hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM 2 Long War of the Chosen. Ja, die letzte Mission. Leute, wir mussten ein Versteck verteidigen. Ihr seht aber schon, wie hart die war. 5 Verwundete. Das Gamma-Team wird bis auf weiteres erstmal eine Weile. Wobei das Gamma-Team selber, ja gut, das Beta-Team war es ja nicht, war das Gamma-Team, die meisten waren offensichtlich aus der Reserve. 2 Verwundete, hier noch ein dritter, dafür ist offenbar das Alpha-Team wieder einsatzbereit, allerdings hier ein paar müde Leute. Also das Gamma-Team wird trotzdem ein bisschen ausfallen, denn die Reserve selber ist ebenfalls ein bisschen, naja, mit Tamika die einzige, die jetzt noch was machen kann, alle anderen sind im Einsatz oder verwundet. Im Notfall haben wir noch die 2 Delta-Raner. Die 2 aus Team Epsilon, die eventuell mal einspringen können. Aber ich hoffe mal, dass der Notfall nicht so schnell eintritt. Jetzt erstmal geht es daran, die Vorratslieferung einzusammeln und im Testbereich den Schädelstecker zu entwickeln. Gucken wir mal, ob das klappt. So. Puh. Wir könnten eigentlich auf schneller heilen gehen, damit die ein bisschen schneller geheilt sind. Wir hatten aber hier hinten noch geheimnisvolle Fremde, gemischte Beute. Kurs. Und Beute gucke ich mir immer gerne an. Deswegen hier hin und weiter scannen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringen Sie auf den Bildschirm. Na dann. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Ja, hoffe ich auch. Allerdings, Avatar-Fortschritt gab es 3 und düstere Ereignisse wurden tatsächlich auch 3 fertiggestellt. Aber ich dachte, wir konnten einen verhindern. Na gut, es ist wie es ist. Wir haben einen Vergeltungsschlag vereitelt, einen Guerilla-Einsatz abgeschlossen, 9 Widerstandsgerüchte untersucht, 1, 3 erforschte Technologien, 3 abgeschlossene verdeckte Aktionen und einen bezwungenen Advent-Überfall. Okay, gut. Wir haben aber 150 eingesammelt, aber durch unbekannte Ursache verlieren wir 26. Diese 26, das bedeutet, dass wir immer noch irgendwo Spione haben. Verständnis ihrer Methoden und Mittel des Widerstands wächst so unermesslich schnell. So, Auserwählten Wissen erhöht. Je mehr Wissen die Auserwählten über die Aktivitäten von XCOM erlangen, desto mehr Gelegenheit haben sie, unsere Operation zu stören. Mit genug Wissen können sie die Avenger aufspüren und unseren Widerstand ein für alle Mal auslöschen. Wir sollten also dafür sorgen, dass das hier nicht voll wird, wenn ich das jetzt richtig lese. So, Avenger-Sabotage, 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 neue Wissensstufe, Saboteur. Naja. So. Momentan dauerhaft aktiv die Stahlhaut, die anderen scheinen schon wieder ausgelaufen zu sein, die anderen düsteren Ereignisse. Eins hatten wir ja auf jeden Fall verhindern können, aber nun ja, ist wie es ist. So, wir können den Einfluss der Templer im Ring steigern, das heißt, ich kann aber jetzt noch nicht. Na gut, dann werden wir jetzt erstmal hier die Ressourcenbelohnung für alle Einsätze erhöhen, denn das ist mir ehrlich gerade lieber als das Zerfetzen, weil wir haben noch nicht so viel Zerfetzen. Wir müssen den Einfluss im Ring auf jeden Fall erstmal steigern. Wie Sie wünschen, Commander. So, 124 Vorräte, besser als nichts. Das untersuchen wir natürlich. Ne, wir brechen hier nicht ab, wir machen erstmal das hier fertig. Ist egal. Der Avatar-Fortschritt ist okay, aber wie gesagt, könnte besser laufen. Definitiv. Ist Ihre Zuversicht gewachsen? Spüren Sie, dass die Soldaten mehr an Ihre Taktik glauben? Gut, Sie sollen die Arroganz kasten. Gut, okay, der Schädelstecker. Wir haben den Schädelstecker einmal dem Inventar hinzugefügt. Das ist der Zugang zum Alien-Kommunikationsnetzwerk, der stark gesichert ist. Er benötigt eine Reihe biomedizinischer Augmentierungen, um den Zugriff zu erhalten. Der Schädelstecker ermöglicht es uns, ins Netzwerk zu hacken, indem wir gewaltsam die Kontrolle über die Augmentierung des Ziels übernehmen. Der erlangte Zugang wird jedoch nicht lange währen. Effektiv ist das ein Hacking-Modul für die Advent-Offiziere. Dafür machen wir das ja. Steht gleich zweimal da. Okay. Wir haben den Schädelstecker. Wir werden den auch ausrüsten. Allerdings müssen wir gucken, bei wem. Beim Gamma-Team wahrscheinlich erstmal nicht. Die müssen erstmal Pause machen. Okay, geheimnisvoller Fremder. Jemand, der behauptete, XCOM während der Invasion geholfen zu haben, versprach uns ein Geschenk zur Stärkung unserer Bemühungen.
Als wir ein Treffen riskierten, übergab er uns Beute, die von Edwin-Friedenstruppen gestohlen war. Eine fortschrittliche Verteidigung, eine PKS-Geschwindigkeit und was war das andere? Eine Magazinerweiterung. Ja, dankeschön. Unsere Vorratslieferung, natürlich, die gehen wir jetzt auch an. Ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Okay, los geht's. Ein neues Ziel. Erlange Gegenstand von einem Advent-Fahrzeug. 38 Info, 4 Tage. Brauchen wir gar nicht erst anfangen. So, nächstes Ziel. 3 Tage, 22 Stunden. Extrem gering, aber... nee. Lassen wir auch. Okay, wir haben alle Ressourcen hier eingesammelt. Sehr gut. Dann können wir eigentlich hier in Ostafrika weiter scannen, denn in Indien ist die Advent-Stärke schon 5. Das ist nicht gut. Setze Kurs auf Sektor 12. Ostafrika. Düsteres Ereignis abgeschossen. Haben sie jetzt offensichtlich erst. Okay. Robotereinheiten halten die Stahlhaut gegen, die in Schadensminderung gegen Nahangriffe gewährt. Dass mittelalterliche Waffen einfallende Roboter töten könnten, war von vornherein eine dumme Idee. Also sprich, Shinobis gegen Robis nicht so unbedingt das Beste. Hier steht, was wir alles haben. Unsterbliche Treue, Chance nach ihrem Tod auch wieder aufzustehen. Stahlhaut hatten wir ja gerade vorgelesen. Und verbesserte Bewaffnung und Alien-Konditionierung, also bessere, mehr Lebenspunkte und besser zielen. Und natürlich kriegen wir das mit. So, überfalle den Edweg-Zug, da dürften wir noch ein bisschen brauchen. Wir gucken alles durch. Momentan nichts Gutes dabei. Wir machen weiter. Unsere Aktionen waren erfolgreich und die Ältesten spüren Angst. Es ist schon wieder erfolgreich gescheitert. Ja, leider hat das nicht so gut funktioniert. Okay, wir können aber eine neue Aktion... Wir haben jetzt ein besseres Verständnis von der Vision der Ältesten und müssen neue Wege einschlagen, um ihre Pläne zu vereiteln. Was wir auf jeden Fall mal machen müssten, wäre wahrscheinlich so wenigstens allmählich... Beziehungsweise können wir erst noch diese Fraktion hier finden, wäre ja auch nicht schlecht. 12 Tage, okay... Aber wenn wir hier so einen Auserwählten finden könnten, wäre auch nicht schlecht. Wir könnten vom Gamma-Team den einen oder anderen mit reinnehmen. Seth Snowden ist aber... Ja doch, komm, nehmen wir Snowden mit. Und nehmen einen... nicht den Shinobi, denn dann könnten wir potenziell gebrauchen. Eigentlich brauchen wir auch, wir nehmen Tamika Sugawara mit, den Grenadier, der ja jetzt nicht im Einsatz war, weil Spezialist und Shinobi sind beide möglicherweise oder mögliche kritische Ausfälle, deswegen nehmen wir lieber diese beiden. Der Seth wird hier unterstützen, ist aus dem Gamma-Team und wird hoffentlich da ein bisschen was machen. 8 Tage sind sie deswegen unterwegs. Warnung, dieser Einsatz könnte von Auserwählten gestört werden, Hinterhaltsrisiko 40%. Das könnte tatsächlich passieren. Na gut, dann ist es aber so. Wir gehen rein. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Genau. Sofort geht los. Hier inzwischen, die Alien-Trümmer werden noch beiseite geräumt. Inzwischen ist dann auch die mobile Rüstung vielleicht fertig. Wäre nicht schlecht. Gucken wir mal. Wir scannen erstmal weiter. Finden das nächste Ziel. 5 Tage. Advent Militärgut 10 bis 12 Leute. Setze Kurs auf Sektor 15. Westasien. Commander, Tigen und Shen werden nur zufrieden sein, wenn wir den Schädelstecker erfolgreich nutzen. Wir sollten vor dem Einsatz einen unserer Soldaten damit versehen. So, sehr gering. Sehr gering müsste machbar sein. Der Techniker Shepard ist mittlerweile auch mit dabei am Start, ja. Sehr gering müsste machbar sein. Vielleicht, wenn wir Shepard zu Hause lassen, dann kommen wir immer noch auf sehr gering. Trupp getarnt bei mindestens 100%, das ist mein Problem. Das heißt, wir wären
nicht getarnt beim Feindmaterial raussammeln. Wir werden es trotzdem mit Shepard nehmen. Der muss ja auch mal was lernen. John, Shepard, Johnny Line, Sheppy. Das finde ich nicht mehr. Hier ist er doch. So. Okay. Der braucht natürlich eine Weste. Können wir auch hier gleich eine nahe Schuppenweste verpassen. Nein, raus. Nochmal raus. So. Wir brauchen eine Keramikwanderung, eine Splittergranate, eine Blendgranate für den Techniker. Ist das okay? Gleichzeitig haben wir hier die, sind die alle blöd, die hat eine Blendgranate mit, die tauschen wir durch den Schädelstecker, denn der Schädelstecker hat, ja, gibt auch nochmal, nee, gibt er nicht. Ich dachte, er gibt nochmal zusätzlich Hecken. In dem Fall macht das natürlich keinen Sinn. Allerdings kann man Bonus durch die Sachen rausbringen. Das macht dann schon Sinn, wenn es der Techniker macht, weil der ja den größten Heckenwert hat. Weil das effektiv ja ein Hecken ist. Deswegen gebe ich es trotzdem ihr. Und ja, 55%, 10 bis 12, 97. Wir haben keine. Warte mal, ich nehme mal die Rauchgranate raus, wenn ich jetzt ein bisschen was rausnehme. Ob das hilft? Wir haben leider keine Schalldämpfer. Zielfernrohr, Schaft, Magazinerweiterung, Laservisier. Nein. Sonst hätte ich geguckt, ob wir irgendwie Schalldämpfer noch mit drauf kriegen. Haben wir aber nicht. Geht also nicht, wenn ich jetzt 97%. Das wird immer noch nicht reichen, wenn ich hier bei Gator auch die Dinge ins rausnehme, die Rauchgranate. Nein. Wir gehen trotzdem so rein. Scharfschütze. Du bekommst natürlich noch eine Nanoschuppenweste. Brauchst du nicht zwingend, aber ja, besser man hat, als man hätte. Wir hatten ein paar PKS bekommen. Wir gucken uns mal die PKS an. Null Verlebenserhaltung, fortschrittliche Verteidigung ist nicht schlecht. Mobilität plus 1 ist auch nicht schlecht. Und dann ansonsten jede Menge Wille. Dann werden wir die Mobilität natürlich der lieben Lilly geben. Ne, die hat schon. Okay, dann kriegt ja, die Hexe. Persönliche Kampfsituation. Mobilität plus 1. Ein Sturmi, der sich weit bewegen kann, ist auch ein guter Sturmi. Dann können wir hier aber auf Gator. Ausrüstung. Halt, nee, nicht Ausrüstung. Wo ist er? PKS. Geben wir die Verteidigung mal oben drauf. Genau. So. Okay. Ausrüstung. Das ist eine Preisfrage, die ich momentan. Wir haben ja jetzt Geld gekriegt. Also Vorräte. Ich guck mal. 1, 2, 3, 4. Eine Laserlanze baue ich mal. Und den fortschrittlichen Pulsdruck. Der schadet nie. Okay, gucken wir mal, was wir jetzt hinkriegen. Pulsbogenwaffe setzen wir hier den fortschrittlichen rein. So, dann hatten wir ein Sturmgewehr. Komm, ein Lasergewehr, gerade für die Rekruten, die nicht so gut zielen. Hier hätten wir die Laserlanze. Die sind die alle blöd. Bekommt natürlich auch ein Lasergewehr an die Hand. Schattenmeister. Na, aber sicher doch. So, wir hätten noch eins übrig, glaube ich, ne? Und genauso viele hat man gebaut. Ein Lasergewehr. So, Streustrahler kriegen wir nicht mehr hin, sonst hätte ich die auch noch abgegradet. Dann ist das Delta-Team zumindest nicht ungünstigsterweise ausgestattet. Wir kriegen ja immer noch dieselben Werte. Wir können ja jetzt trotzdem mal gucken. Zielfernrohr wäre vielleicht am günstigsten, wenn wir das gerade den Schwächsten geben. John Shepard. Der ist potenziell noch am schwächsten, weil er
Naja, weil er noch neu ist im Team. Deswegen. So, dann hätten wir hier einen Ranger. Der kann durchaus mit einer Magazinerweiterung klarkommen. Und eine Laservisier schaltet ihm auch nie. Spezialist. So. Hauen mal ein bisschen was raus, was wir an Sachen haben. So, okay, haben wir. Ich muss mal ganz kurz abtauchen. Entschuldigung, Leute. Schnupfen ist nichts Schönes. So, okay, haben wir. 97%, 10 bis 12 mit Erweiterung. Das muss eigentlich gehen. Hatten wir auch schon mal. Aber wie gesagt, das ist das schwächste Team. Aber die haben jetzt bessere Waffen. Vielleicht hilft das was. Probieren wir es aus. Unsere Kohle ist schon wieder alle. Wird Zeit, dass wir neue bekommen. Das sind Solar, das sind Nordlichter. Sky Ranger sind in Position für den sicher. Einsatz. Keine Ahnung, was das war. Es waren sind Nordlichter. So, okay. Wir gehen zurück nach Ostafrika und werden da weiter scannen. Auf den ostafrikanischen Sektor. Manu, ich hasse es. So. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Okay, mobile Rüstung. Forschung abgeschlossen. Prototyp wurde dem Inventar hinzugefügt. Neues Forschungsprojekt. Unsere Streitkräfte setzen dem Feind unter verschiedenen Umweltbedingungen Ich fange nochmal an. Ignoriert den Rest davor. Unsere Streitkräfte setzen dem Feind unter verschiedensten Umweltbedingungen zu. Daher müssen wir ihnen jede Möglichkeit geben, sich im Feld einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Entsprechend beinhaltet unser neuester Rüstungsprototyp einen einfachen Klettermechanismus, der den Träger äußerst stabil in mehr als 10 Meter Höhe bringen kann. Der Anzug nutzt eine Anzahl von Mikroservomotoren, die sequenziell arbeiten, um die Belastung gleichmäßig auf den Anzug zu verteilen. Außerdem verbessern sie die Reflexe des Trägers. Central hat zwar vage Andeutungen über die früheren Wissenschaftsoffiziere gemacht, scheint jedoch kein Interesse daran zu hegen, ihre Arbeiten offen mit mir zu besprechen. Ich vermute, dass sie den Kletterhaken vor dem Niedervergang von XCOM zusammen mit meinem Vater entworfen hat. Ja, Lily Shen. So, der Spinnenanzug ist nun verfügbar. Ein Prototyp wurde dem Inventar hinzugefügt. Und ja, der Spinnenanzug wird das sein, was ich für die Scharfschützen vorsehe, dann kommen die auch schnell aufs Dach. So, Materialtechnologie hat uns zum leichten Anzug geführt, Panzerung, bla bla. Wir wissen es ja. Okay, wir können autopsieren, weil alles andere hier, Magnetwaffen, fehlen uns die Vorräte, Kampfrüstung fehlen uns die Vorräte, Robotertechnologie fehlen uns die Vorräte. Na, dann fangen wir mal mit der Sektoiden-Autopsie an. Dazu. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Genau, und das Schlimmste an den Sektoiden ist, dass die ständig nackig rumrennen. Ich meine, ihre psionischen Kräfte natürlich. So, okay. Werden wir die Sektoiden mal autopsieren? Offenbar war meine Vorgängerin bei der Befragung und Autopsie von Aliens recht brutal. Nach allem, was ich gehört habe, hat sie sich gern ihre Hände schmutzig gemacht, wenn sie es konnte. Ja nun, ob ich das jetzt weniger brutal nennen sollte, weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Wir haben es gemacht. Wir müssen mal ganz kurz gucken, oder wir gucken mal ganz kurz, was haben wir denn für Ziele. Den Schädelprojekt, den Stecker haben wir gemacht. Wir müssen sie nur gegen den Advent-Offizier einsetzen und eine Region von der Advent-Kontrolle befreien. Dafür brauchen wir aber noch jede Menge Hinweise. Und den Widerstand sollten wir auch aufbauen. Ja, dafür müssen wir... Ja, wobei, langsam haben wir wieder ein bisschen Info. Wenn wir nicht so viel investieren müssen in Verstärkung, könnten wir auch mal wieder eine Region anschließen. Einmal können wir ja. So, Versteck Ostafrika. Wir scannen weiter. Und haben ein weiteres Ziel. 6 Tage. Stil Advent Militärgut. Bestätigen. Wie gesagt. Kurs auf Sektor 5.
Indien. Rohstoffe und Vorräte und auch Legierung und ganze Gemüse. Wir können unsere müden Soldaten zurück in den Kampf schicken, aber wenn wir dies tun, werden sie anfälliger für Nervenzusammenbrüche sein. Commander, einer unserer Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. So, ich nehme mal die Müden raus, mal gucken, wie weit wir kommen. Einmal so. Dann wird es definitiv so sein, dass wir diesen Trupp natürlich ergänzen. Und dazu nehmen wir den Delta-Trupp mit. Wir halten im Delta-Trupp, ich weiß gar nicht, also Aether ist drin. Und dann müsste Heater noch drin sein als Scharfschütze. Ich glaube, die beiden waren im Delta-Trupp. Die werden wir jetzt mit in Mitte hier mal zum Gamma-Trupp zufügen. Weil wegen notwendig. Dann brauchen wir noch einen Shinobi. Dafür haben wir ja glücklicherweise Maria Costa zu Hause gelassen. Und wir brauchen einen Spezialisten. Auch dafür haben wir Molly dabei. Okay, gut. Soweit so gut. Auch hier müssten wir infiltrieren, wenn wir es denn machen wollen. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, kann ich noch irgendwas herstellen? Nein, kann ich natürlich nicht. Weder Schädelstecker noch Gegenstände noch hast du nicht gesehen. Na gut, dann müsste der Trupp eben so weit durchkommen, wie er will. Traditionelle Handfeuerwaffe hat er als Pistole schon dabei zugekriegt. Hier können wir auch eine Pistole mit reingeben. Obwohl, nee, das war ja... Nee, doch, Olga geht. Olga kriegt eine normale diesmal. Hier, du kriegst wenigstens eine Keramikpanzerung, wenn du schon keine andere Rüstung tragen kannst. Cleri, haben wir hier noch irgendwas? Also Medipack, nicht Cleripack. Falsches Spiel. So, Fokus, Ziel, Lebenserhaltung. Nee, nichts, was uns jetzt gerade notwendig erscheint. Wir haben den Spinnenanzug allerdings. Ja, warum nicht? Warum sollen wir Delta nicht damit ausstatten? Ich meine, der Trupp ist so schon bescheiden ausgestattet. Wenn Delta hier wenigstens... wir können ja trotzdem extra Medipack und Keramikpanzer geben, das natürlich. Aber wir können eben auch den Spinnenanzug. Der Spinnenanzug steigert die Ausweichchancen unserer Soldaten und verfügt über erhöhte Beweglichkeit und Klettertechnologie. So kommt sie nämlich schön leicht aufs Dach und das ist ja auch nicht unnütz. So, unser hat ein bisschen mehr Rüstung, was die Weste dann eventuell ausgleicht. Das wäre ja auch nicht schlecht. Okay, ansonsten haben wir irgendeinen Grenadier dabei. Jawohl, du kriegst mal die blöde Weste weggenommen. So. Die überhaupt nicht blöd ist, die Weste, aber du weißt schon, was ich meine. Und gibst sie bitte unserem Shinobi, der dabei ist. Und der Templer sollte eigentlich auch eine bekommen. Wir haben noch einen zweiten. Geo, du bist eh oberkörperfrei. Was willst du mit einer Weste? So. Weste weg. Weste ran. Okay, damit hätte Aether eine Weste. Wir haben im Einsatz 7 Leute. Jetzt juckt die Nase schon wieder, verdammt. 16 bis 18, das wäre mir zu blöd. 10 bis Dingens. Wir müssen hier also auf jeden Fall verstärken. Gut, dann werden wir das tun und wir werden, so wie wir sind, in den Einsatz gehen und hoffen, dass wir da heile wieder rauskommen. So, unsterbliche Loyalität, das heißt, die Gegner könnten gegebenenfalls mal auftauchen oder aufploppen. Nichtsdestotrotz, wir gehen rein und bringen möglichst viel Rohstoffe mit nach Hause. Warum flackert das heute so? Skyranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Gegebenenfalls müsste ich mal... Oh, nächstes Ziel. Hinweis finden, Dr. Nadel. Ja, funktioniert nicht. Wir haben niemanden dabei, der das könnte. Wir werden jetzt auf die Templer... Avenger berechnet neuen Kurs. ...etwas schneller uns heilen. Denn wir haben ja, wie gesagt, ein paar Leute, die nicht ganz fit sind. So, und ein neues weiteres Ziel. 6 Tage... Widerstandspersonal extrem gering. Kriegen wir leider auch nicht hin. Verflixt. Oh, wäre auch nicht unwichtig, diese Mission, ne? Na, mal gucken. Haben wir irgendjemanden, der 15... 89 Alpha könnte bald fertig werden.
Vielleicht gehen wir dann mit Alpha da rein. Das ist möglich. Oder aber wir werden mit diesem Team reingehen und vielleicht kriegen wir die 6-Tage-Mission noch hin. Ich muss mir das mal noch mal kurz aufschreiben, weil da wieder Widerstandspersonal und sowas dabei war. Augenblick, bin soweit. Afrika Mission Widerstand. Mal gucken, ob der Beta-Team, der Beta-Trupp dann am Ende stark genug ist, dass er da rauskommt und das hinbekommt. Wir haben eine moderate Unterinfiltration, mäßig bis stark. Hier müssen wir die Infiltration verstärken. 10 bis 12. Okay, so wollten wir reingehen. Das kriegen wir hin. Operation Geisterhafter Schild. Los geht's. Widerstandstruppen haben einen Advent-Zug in der Nähe schwer getroffen und er sitzt noch immer fest. Es sollte jede Menge wertvolle Technologie an Bord sein, also gehen wir rein und schalten alle Feinde vor Ort aus. Sichern Sie jegliche Fracht, die Sie finden können. So, neutralisiere alle Feinde und sichere die Vorräte vom Advent-Zug. Wir dürfen also nicht so sehr allzu sehr rumsprengen. Das könnte nämlich übel enden. Kopfhörer bleibt drinnen. Und los geht's. Menes 1-5, Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Alles klar, der Advent-Zug direkt vor uns, dummerweise, auch direkt mit dem ersten Geschüt. Gehen wir mal durch, wen haben wir dabei? Wir haben Krypto, Mingtun Liu, wir haben Saiyajin, unseren Scharfschützen, und den würde ich gerne irgendwo in eine Position bringen, wo ich ein bisschen rumscharfschützeln kann. Vielleicht hier oben. Wir haben Survival, Dom Dietze, unseren Spezialisten. Power Kartoffel, der immer noch seine Aggressivität hat. Bolzeniel, die Rangerin, die manchmal daneben schießt. Jase Krummelminchen, unsere Schützin, und Snowman John Schnee, genau wie Shady, unseren Shinobi. Und mit dem werden wir direkt mal loslegen und ein bisschen nach vorn gehen. Ohne gleich dieses blöde Geschütz zu triggern. Vielleicht gehen wir auch mal hier hinten rum. That's affirmative. So, wir sehen, dass wir noch nichts sehen. Schädelstecker sollen wir einsetzen, aber haben aber noch keinen dabei, deswegen ist das kein Ding. Wir könnten natürlich gucken, dass wir das Geschütz gehackt kriegen. Aber andererseits, noch sind wir getarnt, noch vielleicht nicht so die schlauste Idee. Ich gehe mal hier mit hier hinten rum. Deine Motor. Ebenso mit Bolzeniel. Got it. Moving. So. Hat er hier gerade was entdeckt? Weil er gerade hier hingezoomt ist. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay, wir könnten die unsere Krummelchen kurz hoch. Son Goku, wie weit kommst du? Du kommst bis hierher. Ah, komm. Dann mal los. Bin gleich da. Hier hervor, Snowman, der geht. Got it. Ebenfalls hier hinten in Deckung, und Krypto schließt sich der ganzen Reihe an. Stehen sie schön alle in einer Reihe. Overwatch. Irgendwie klingt es, als würde irgendwas brennen. Aber ich weiß nicht wo. Na gut, irgendwas brennt. Der Zug ist ja nicht umsonst ausgefallen. Wir wissen aber noch nicht was, und deswegen werden wir mal ganz vorgehen und hoffen, dass wir irgendwann mal. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Das ist der Plan. Wir gehen weiter vor. Good copy. Moving on target. Wo treiben die sich alle rum? Eyes on a hostile patrol. Verflixt, genau auf der anderen falschen Seite gestanden. Ja, es kann sein, dass unser Shinobi dann bald gleich wieder aufgedeckt wird. Naja, das wäre ja nicht das erste Mal. Wir sind es gewohnt.
So. Du gehst bin hier unterwegs. Hin, um in ja, Sichtweite und in Heckweite vor allem des Dinges zu bleiben. Der Wächter rückt vor. Also der Mitwächter. Krypto hier. Wechsle Position. So. Im Prinzip kann ich Krummelchen, ja komm, Krummelchen zieh ich hier runter. Du gehst in den Feuerschutz, in den Verborgenen. Feuerschutz. Und du rückst ebenfalls volle Pulle vor, um vielleicht noch einen Overwatch hinzukriegen. Alle anderen gehen auch in Overwatch, die noch nicht sehr weit gegangen sind. Gucken wir mal. Da oben haben wir ebenfalls Nachschub. Got some hostiles grouped over here. Und die laufen glücklicherweise weg und aktivieren nicht unseren Shinobi. Gut. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir das, dass wir die da oben triggern? Ich würde mir die als erstes am liebsten vornehmen. Deswegen werden wir uns mal hier hinstellen, ganz offen und ehrlich. I have eyes on the enemy. Aber der hat mich noch nicht gesehen? Oh ja, puh, puh. Okay. Dann, du gehst hier hin. Ja, dadurch, dass da zwei Truppen sind, werde ich da mal vorsichtig vorgehen. Du gehst. Bin auf dem Weg. Kartoffel lassen wir auch rennen. Dich lassen wir rennen. Du kannst hierher. Okay, Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Feuerschutz. Suchen genau dich. Feuerschutz. Verstanden. Einmal die Augen offen. Die anderen gehen automatisch. Okay, jetzt geht's vor. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich los. Oder auch nicht. Die kommen wieder zurück, stören mich aber erstmal nicht. Okay, die stehen jetzt sehr gut für eine Granate oder für einen Dingens. Das heißt, wir werden zwar unsere Leute in Deckung und in Feuerschutz bringen, werden aber mit einer Granate oder ähnlichem eröffnen. Was haben wir denn eigentlich dabei? Wir haben hier eine schöne Rakete. Na, das sieht doch gut aus. Wenn wir die hier reinsetzen, das heißt, du bleibst da, wo du bist. Du bleibst da, wo du bist, Snowman. Du gehst mal bitte hier hinten hin. Position confirmed. Du bleibst da, wo du bist. Du bleibst da, wo du bist. Und hier würde ich potenziell mir erstmal angucken, was kann denn das Teil? Geschützkontrolle 100%, alles klar. Dann werden wir manuell in Feuerschutz setzen. Du gehst manuell in Feuerschutz. Roger, I've got my eyes on. Du gehst manuell in Feuerschutz. Du nicht. Du schon. Bin dabei. Du auch nicht. Kartoffel geht. Oh, nee, Kartoffel kann ich auch nicht in Feuerschutz setzen. Dann bleibst du eben da. Aber die Boltaniel, die kann in den Feuerschutz. I've got my eyes on. Kann ich dich noch irgendwie ein bisschen vorziehen, dass du ein paar mehr Ziele bekommst? Erstmal nicht, wie es aussieht. Na dann würde ich sagen, doch gehst du hierher. Probieren wir's. Dich hier in Feuerschutz setzen, Himmel. Krypto bleibt, du bleibst. Okay. Powershots Kartoffel muss bleiben, weil der möglicherweise einen Schuss auslöst. So, also. Knallen wir hier in den 6er-Trupp rein. Und aktivieren den. With pleasure. Enemies neutralized. Das war doch schön.
2. Okay, Krummel hat den Mut dann ordentlich getroffen. Natürlich aktiviert auch das. Das soll mich aber gerade nicht stören, denn durch das Überwachungsprogramm läuft. Werden wir das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit übernehmen und so die Gegner, die noch offen sind, möglicherweise auf das Geschütz feuern lassen, anstatt auf ja, uns. Das Ding sieht nützlich aus. Habe Zugriff. Sehr gut. Außerdem haben wir noch unsere Kartoffel. Der kann sich hierhin begeben und möglicherweise, und ich hoffe doch, den Motor platt machen. ...88%, das muss reichen. Jawohl. Only the best. Okay. Oh, ich kann mit dem Geschütz direkt feuern. Das war mir nicht klar. Dann machen wir das. So, wir haben noch 7 Gegner auf der Karte. Inklusive des Geschützes. Welches wir in Feuerschutz bringen. Nachschub von der Seite. Enemy Patrol on the move. Na, dann bauen wir mal unseren Feuerschutz auf, beziehungsweise ja, wir bauen in aller Ruhe den Feuerschutz auf, werden aber das Geschütz schon mal ausschalten, weil sicher ist sicher. Am Ende schießt uns das in den Rücken, das muss ja auch nicht sein. Wir sind die Besten. So, Adventsgeschütz ausgeschaltet. Wir bauen Feuerschutz auf, hatte ich gesagt. Wir wollen aber auch das Teil hier hinten einsammeln. Deswegen werden wir mit Shady mal einen Speedrun machen. Schnappen uns eine überragende Magazinerweiterung. Sehr schön. Und werden jetzt... Da hinten waren sie. Die sind nicht mehr ganz so leicht zu sehen. Ist aber okay. Wir werden jetzt... Absolutely. Jetzt sehen wir sie wieder alle. Das ist noch besser. Und werden jetzt halt alle so weit durch die Gegend ziehen, wie es geht. So, wir kriegen hier schon die aktiviert. Das heißt, wir werden nicht dahin gehen, wo sie aktivieren. So. Kartoffel ist mir ehrlich gesagt erstmal noch Wurst, weil wie gesagt, ne, den kann ich nicht in Feuerschutz setzen. Am Ende triggert er mir einfach alles. So, du gehst automatisch in Feuerschutz, das ist okay. Rummelchen, geht mal hier hin. Let's move already. Survival. Survival kommt leider nicht ganz so weit. Der hatte seinen guten Moment schon gehabt. Deswegen würde er erstmal los ranziehen. Kartoffel geht hier hin. Und dich bringe ich in Deckung. So. Seid nur noch ihr, dann Overwatch. On Overwatch. On Overwatch. I'm on it. Ich wollte eigentlich die anderen erwischen. Na gut. Aktivieren wir beide. Soll ja auch spannend werden. Not good. Aber auch nicht so schlecht. So, Powerkartoffel, du bist in der Lage, den da zu flankieren. Und zwar einfach, indem du dich hier herstellst. Dann könnten die anderen natürlich auch sehr nah rankommen. Hier ist noch keine Flankierung, ne? Nee, ich könnte dich hierhin bewegen und hoffen, dass es reicht. Machen wir so, ansonsten betäuben wir. Set him up, ja. Knock him down. 10-4. Ja, dann vor. So, guck mal an. 100% Schuss.
Weg mit dem Typen. Sehr gut. What did you expect? So langsam müssen wir hier vorrücken, denn move into position. Das bringt ja nichts. So, schalten wir den Sektoiden aus. No longer a threat. Okay, wir haben hier oben eine Flankierung, die nehmen wir natürlich auch mit. So. Können ihn aber nicht ganz ausschalten. Okay, der hat mich was ausgehalten. Warte mal, ist der Ordner gar nicht aktiv? Oder sind das wieder andere? Na gut, nicht so wild. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch diese blöde Schlange. Die muss ja auch irgendwie... I'm going. 65, das ist mir zu wenig. Was haben wir denn noch? Shady... Du hast doch noch die Erschütterungsrakete, ne? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht das Ding treffe. Deswegen schieße ich hier ein bisschen daneben. Dadurch hat sie Schaden bekommen, ist desorientiert. Oh, na ja, gut, vielleicht war es gar nicht nötig. Hier ist etwas. Vielleicht so ja, aber auch. Gemacht. Auch doch. Gut, Pistolenfeuerschutz kann er auch noch setzen. Hier geht nichts. Was ist da drüben? Der Survival. 60%. Das machen wir über einen Feuerschutz. Ich könnte auch das Gefechtsprotokoll und könnte ihm zumindest ein bisschen was runternehmen, da dadurch schießt er nicht mehr so gut. Nam 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 nam. Würde er sich bewegen, würde er sich nicht bewegen. Ich gehe mal auf Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Du gehst auch auf Feuerschutz. Möge der Overwatch. Du kannst dich zumindest hier hin begeben. Warte mal, warum bist du aufgedeckt? Nee, bist du nicht. Warum sagt er mir dann, dass er einen Feuerschutz rennt? Naja, ist egal. Double time. I'm spotted. War da noch jemand? Ach, nein. Entschuldigung, ich weiß, warum ich aufgedeckt wurde. Ich bin durch die blöde Scheibe gerannt. Das macht natürlich Krach. Ja, nicht so wild. Okay, so I got one. Einer noch. Kannst du? Nee, du kannst nicht. In dem Fall sammel mal. Warte mal, kann Kartoffel dahin ohne. Okay, dann versuchen wir den auszuschalten und gleichzeitig sammeln. Du gehst Understood. Dahin. Moving out. Ich bin mir nicht nie hundertprozentig sicher, ob das auch wirklich mit einsammelt, wenn ich jetzt sage, okay, die Mission ist abgeschlossen. Wir gehen mal auf Son Goku. Der leider kein Schussfeld hat. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir den irgendwie anders kriegen. Und zwar hier. Wird schon nichts passieren. Der hatte ja nicht mehr viel, ne? Wenn wir jetzt das Gefechtsprotokoll nehmen. Sollte reichen. Und. Ups. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ein Bonus-Reward. Wir finden mal wieder einen verlassenen Tank mit 20 Alien-Legierungen drin. Also einen verlassenen Panzer. Und drei Bonuspunkten. Juhu! 13 Punkte, 13 von 13 ausgeschaltet. Makellos Mission. Einsatzfoto machen wir natürlich auch. Ja. Und vor allem, es ist mal wieder eine Mission, wo wir Alien-Leichen bekommen müssten, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir mal, ob ich mich irre. Advent-Vertreter kündigten heute eine Erhöhung der monatlichen Rekrutierungsquote an. Die Bürger werden aufgerufen, sich freiwillig in ihrem Rekrutierungszentrum zu melden. Habe ich Foto gemacht? Nur gemeinsam schon, ne? Können wir eine bessere Zukunft schaffen. Ich hoffe, ich habe Foto gemacht, weil das ist natürlich wichtig. Ansonsten, naja, ist da vielleicht mal ein anderes Foto. Naja, wäre dann halt auch. Snowman war im Schnee eh nicht so gut zu sehen. Mit so einem Kampf haben die Aliens sicher nicht gerechnet.
So. Beeindruckend, Commander. Genau, gut gemacht, allerdings ganz ohne Beförderung. Okay, wir haben aber bekommen einen fortschrittlichen Automatiklader, einen Schalldämpfer, eine überragende Magazinerweiterung, nochmal eine Psi-Angriffskraft, soweit sind wir aber noch gar nicht, 10 Alien-Legierung, 11 Ellerium-Kristalle, einen Ellerium-Kern, 72 Vorräte, ein Mech-Frag, ein Muton-Leiche, ein 3 Soldatenleichen, ein Betäubungslanzenträger, ein Sektoiden, eine Vipern-Leiche und einen Offizier. Wie gesagt, für den Offizier müssen wir eh Schädelsteckern. Muton, okay, die primären Schockdrohnen der Alien sind sogar noch gefährlicher als bei der Invasion. Wir hoffen, ihre plasmabasierten Sprengsätze nachbauen zu können. Na, auf jeden Fall. So, dann können wir verwerten. Die sind wir ja gerade am erforschen. Mutonleuche verwerten, Betäubungsanlagen, das verwerten. Nur im Notfall. Okay, ich würde sagen, wir haben hier auch noch Brittany Black und Yamahiko Yamada, also der Shady und Boltaniel. Gehen auch eine bessere Kameradschaft ein. Natürlich, Teamwork. Alles, was hilft. Nur dieses Poster hilft nicht. Na gut, dann gehen wir ohne Poster raus. Nein. Obwohl, vielleicht kriegen wir ja was anderes noch hin. Ne? Effekte, Poster ausblenden, Hintergrundoptionen, da wollte ich rein. Hintergrund. So, das sieht doch cool aus. Und jetzt ein paar Fotos neben einer Karte von Adventburger zu rein wissenschaftlichen Zwecken natürlich. Yamada und Black, dieses Duo trennt nichts. Jawohl. Okay, das war's dann auch für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir die nächste Mission. Ich werde dann in der nächsten Folge auch gucken, ob ich noch diese andere Mission da mit den Widerstandskontakten machen kann. Schauen wir mal, ob ich noch den Beta-Trupp noch schnell genug dahin kriege. Sehen wir in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis denne. Tschüss.